Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schon, wie in meinem letzten Video angekündigt, eine Stephen King Edition des Formates Ich buchstabiere meinen Namen mit Büchern. Ich habe euch bereits eine Version mit Nicht-Stephen King-Büchern hochgeladen und da schon so ein bisschen angeteasert, dass man sich nicht zu wundern hat, dass da kein Stephen King-Buch dabei ist, weil ich hier eine extra Version drehe. Ja, ich habe bei der ersten Version sozusagen überlegt, welches Stephen King-Buch packst du denn so ein bisschen mit ein, bis ich dann dachte, bei diesen über 80 Werken von Stephen King wird sich doch bestimmt auch die Buchstaben meines Vornamens finden. Und das ist im Grunde auch das Konzept des Videos. Ich buchstabiere jetzt meinen Namen, Stephanie, die Langform, den seltenst mal irgendwer ausspricht. Und ich habe mir hier auch Unterstützung geholt vom gleichen kleinen Stephen King als Funko, den ich echt super niedlich finde. Und ja, ich habe das vorangegangene Video mit den Nicht-Kings unten in der Infobox verlinkt und packe euch auch alle Bücher rein, wenn ihr euch die näher anschauen wollt. Schaut da also gerne mal mit in die Infobox. Das erste Buch ist ein Buch mit S und es ist Sie. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht mehr dazu sagen, dass es ein Buch von Stephen King ist. In einer super trashigen Ausgabe, wie ich finde. Also das ist wirklich, man hat eigentlich eher den Eindruck hiervon, da ist irgendwie ein Vampir drauf, der brennt. Ich finde das echt ein bisschen creepy. Aber gut, ich habe eine bunte Mischung an Ausgaben hier stehen, also wirklich von älter bis neuer und bunt gemischt, wie eben unsere Sammlung sozusagen auch ist. Ja, Sie von Stephen King ist auch bekannt unter Misery. Es gibt auch eine ganz tolle Buchverfilmung, wie ich finde. Wir treffen hier auf den Autor Paul Shelton, der einen Autounfall hat und jetzt halt als erfolgreicher Autor da erstmal sich überlegt, oh, was nun? Dann aber von Sie gefunden wird, die ihn so ein bisschen gesund pflegt, die ihn aufbaut, die mit ihm ins Gespräch kommt, die ihn dann auch erkennen, denn sie ist ein großer Fan von ihm. Sie mag seine Bücher super gerne und sie ist nicht ganz einverstanden mit dem, was er demnächst mit ihrer Lieblingsfigur Misery so vorhat. Und was alles so harmlos und langsam in Stille in so einem Dörfchen, in so einem abgelegenen Haus sich ganz ruhig anfühlt, entwickelt sich noch zum blanken Horror für Paul Shelton. Und ich glaube, in diesem Buch spürt man die Angst von Stephen King, einem fanatischen Fan, irgendwie ausgeliefert zu sein. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so die Horrorvorstellung von einigen Autoren. Allein wenn ich da bei George R. R. Martin denke, wie viele Lieblinge, Darlings er im Grunde getötet hat, kann man die Angst durchaus verstehen. Ein Roman, der sehr viel Zeit nur in diesem Krankenzimmer, in diesem Haus spielt, der auch nur zwischen diesen beiden Charakteren passiert. Und das fand ich wirklich sehr besonders. Also es war sehr atmosphärisch, es ist viel zwischen den Zeilen, aber auch in den Zeilen passiert. Es ist sehr brutal an mancher Stelle und es ist schon ganz schön heftig. Das muss man ganz klar sagen. Aber ein King, den ich, glaube schon zweimal gelesen habe, wo ich auch die Verfilmung schon zwei, dreimal gesehen habe und wirklich sehr angetan bin und immer wieder dieses Kammerspiel wirklich sehr gerne lese und sehr faszinierend finde. Und man findet ja sehr häufig Autoren in den Geschichten von Stephen King, wo man so ein bisschen sagt, wie viel von ihm steckt da drin? Ich glaube, diese blanke Angst, die wir hier eben auch erleben, oder diese Vorstellung, was könnte passieren, wenn ich da einen Fan treffe, der nicht so ganz einverstanden ist mit dem, was ich tue, wie könnte das ausgehen? Ich glaube, das spürt man hier sehr deutlich. Ein tolles Buch, kann ich absolut empfehlen. Beim nächsten Buch war ich ganz happy, dass eins meiner Top-Kings zufällig auch mit einem The anfängt, nämlich The Green Mile. Nicht nur Green Mile, nein, wir haben ein The für das T. Und das ist definitiv einer meiner liebsten Kings, das muss ich ganz klar sagen. Sowohl in der schriftlichen Form als auch in der Verfilmung. Und ja, da kann ich sogar Tom Hanks ignorieren, den ich ja sonst nicht so mag. Hier tatsächlich eine relativ neue Heine-Ausgabe habe ich mir irgendwie ertauscht, weil ich ursprünglich diese 8er, 6er Reihe, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Teile es waren, hatte, aber da zwei Bände so ein bisschen nicht mehr so schön aussahen, habe ich irgendwann mich dazu entschlossen, doch dann irgendwie eine neuere Ausgabe mir zu besorgen. Ich finde, sie ist sehr clean, die Ausgabe. Ich bin nicht der größte Fan von den Ausgaben. Ist, glaube ich, auch so jetzt hier in dem Stapel die einzige. Sonst haben wir schon eher immer dazu geneigt, uns die Originalausgaben zu holen. Aber ja, es ist ja der gleiche Inhalt, von daher passt alles. Ja, wir sind hier in den 1930er Jahren, wir sind eben im Todestrakt unterwegs und die Green Mile ist eben ja die letzte Meile, die man geht, bevor man dann auf dem elektrischen Stuhl kommt. Also schon ein Thema, was, ich glaube, wir gerade auch in Deutschland nicht ganz so
vielleicht auch nachvollziehen können, weil das bei uns die Todesstrafe schon sehr, sehr lange nicht mehr gibt. In den USA ja nach wie vor einige Staaten diese haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt wirklich mit dem elektrischen Stuhl noch der Fall ist oder ob es dann nur noch andere Wege gibt, versteht mich nicht falsch. Ja, wir sind hier in den 1930er Jahren und begleiten Paul, der hier Polizist ist, der hier seiner Arbeit nachgeht, der auch daran beteiligt ist, diese Strafen durchzuführen, der in seinem Trakt eben verschiedenste Gefangene hat, die auch unterschiedlich schwere Verbrechen haben, natürlich in der Regel sehr schwere Verbrechen, sonst wären sie gar nicht hier. Eines Tages kommt ein großer, muskulöser, schwarzer Mann und dem umgibt eine besondere Aura, doch er soll etwas ganz, ganz Schreckliches getan haben. Und was das ist, erfahren wir natürlich auch. Wir erfahren auch das Leben in den 30er Jahren, auch die Zeit so ein bisschen danach. Wir erfahren auch zu den Gefangenen, was ist ihre Geschichte, was ist ihnen widerfahren, auch wie sind so die Vorbereitungen, wie gehen die Menschen auch damit um, dass sie im Todestrakt sitzen. Also es sind sehr ernste Themen, sehr emotional ist es auch an mich herangegangen und wer hier tatsächlich nicht mindestens einmal weint, der hat einfach kein Herz. Also es ist ein Buch nochmal ganz anders, als man Stephen King sonst kennt, weil er hier sehr mit den Emotionen arbeitet und auch wirklich sehr tiefgründig in die Menschen blickt und wirklich einen ganz besonderen und sehr feinen Blick auf die Menschen hat. Und das fand ich hier richtig, richtig toll. Und es gibt hier einen wunderbaren kleinen Nebencharakter, den ich auch sehr ins Herz geschlossen habe. Und jeder, der es jetzt kennt, weiß, von was ich spreche. Auch die Verfilmung kann ich sehr empfehlen. Und ich kann mich noch gut an die Gesichter von meinen Freunden damals im Kino erinnern, als ich dann gesagt habe, Mensch, ich kenne das alles schon. Das ist eine Verfilmung von Stephen King. das hätten tatsächlich einige nicht erwartet. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das Überraschende, dass dieses Buch, dass diese Geschichte von Stephen King ist, weil man ihn doch immer eher mit Horror in Verbindung gebracht hat, was hier, also außer dem alltäglichen Horror, den es eben unter Mördern oder Schwerverbrechern gibt, ist das hier eben nicht dieser Aspekt, dass da ein Monster wie Pennywise auf uns zukommt, um dann das nächste Buch im Grunde schon zu spoilern. Ja, das nächste Buch, ich habe es gerade gesagt, haben wir einen Clown, das Horrorbuch schlechthin von Stephen King, was aber viel, viel mehr ist, nämlich S. Hier eine Ausgabe, die ich von Phil geschenkt bekommen habe, der sich, glaube ich, irgendwann mal eine andere Ausgabe besorgt hat und unsere Ausgabe verschwunden war. Und wie das ja mit Stephen King Büchern ist, man möchte nicht, dass sie verschwinden, dass man sie irgendwie verlegt, weil ja so vielleicht kommt da das Böse aus dem Buch irgendwie zu einem. Und wer möchte Pennywise schon in seinem Schlafzimmer haben? Ich glaube nicht, wollen wir alle nicht. Ja, wir haben hier aber nicht nur diese klassische Clowns-Geschichte, für die ja es irgendwie bekannt ist, dass er eben diesen Clown als nicht den netten, lächelnden Unterhalter für die Kinder im Grunde eingebaut hat, sondern eben das blanke Horror dahingesetzt hat, die Angst für ihn selbst, also dieses Geschöpf, was ja hinter es steht, dass hier auf Derry losgelassen wird, alle 27 Jahre, wacht es auf und verschlingt dann eben Kinder, bringt das Böse in diese Stadt. War es Derry? Ja, ich glaube schon, ne? Ich würde schon sagen, dass es Derry war, ja. Jetzt bin ich ja total verwirrt. Und der immer wieder zurückkommt und der eben irgendwann auch ein Kind aus einer Gruppe sozusagen, die sich dann irgendwann zusammentut, als der Club der Verlierer, auch sehr bekannt, der sich da ein Kind nimmt, das verschwindet und diese Kinder damit aber nicht Ruhe lassen wollen. Und dann müssen sie 27 Jahre später eben nochmals in diese Stadt gehen, weil ja so ein bisschen das von vorne losgeht. Und es gibt hier eine wunderbare Anspielung auf den Turm, soweit ich das verstanden habe, die ich mir habe auch erklären lassen. Und es gibt immer wieder Bezüge natürlich zu Derry. Es gibt auch in einem anderen Buch, was ich hier habe, eine Geschichte rund um die mysteriösen Dinge, die sich hier abspielen. Also es ist aber viel mehr als diese Horrorgeschichte, als diese Angstgeschichte, als diese Clownsgeschichte. Wir haben hier eben diese Kinder, die erwachsen werden, die Ängste durchleben, die uns auch ihre Ängste mitnehmen, die alle auf ihre Art ganz speziell sind, die Verschiedenes erlebt haben, schon in frühester Kindheit, die diesen Club der Verlierer bilden, bis ins Alter sozusagen, also 27 Jahre später. Und wenn ich jetzt mal rumrechne, sind die dann ja so grob wahrscheinlich jetzt in meinem Alter, ne? Ende 30. Ich weiß gar nicht, wie alt waren die denn da? Wahrscheinlich waren sie ein bisschen älter. Aber das ist eine ganz komische Vorstellung, wenn man damals gleich alt war und jetzt so darüber nachdenkt. Aber ich schweife total ab. Ja, wir haben hier eben wirklich dieses Erwachsenwerden, dieses mit Ängsten umgehen, mit Veränderungen und eben auch, ja, wirklich diese Ängste immer wieder vors Auge geführt bekommen. Und was hat einen als Kind Angst gemacht? Was macht das vielleicht heute als Erwachsener mit einem? Und was passiert, wenn einen eben diese Ängste einholen? Und ja, natürlich ist dieser Clown, ist Pennywise irgendwie das Bild dieser Geschichte, aber
Für mich war diese Geschichte viel, viel, viel mehr. Und sie ist auch wirklich ein Wälzer. Ich glaube, locker 1500 Seiten. Also wirklich, da hat man eine ganze Zeit dran zu lesen. Aber es lohnt sich definitiv. Eine tolle Geschichte. Ja, und mein zweites Werk, was ich vom Meister gelesen habe. Dann haben wir ja das erste Werk, zu dem ich gegriffen habe, das auch schon relativ alt ist. Es hat mal 9,80 Mark gekostet. Großartig. Es ist Friedhof der Kuscheltiere, mein wahrscheinlich wirklich liebster King, mit dem ich ganz viel verbinde, den ich schon so oft gelesen und auch ja im letzten Jahr gehört habe, gesprochen von David Nathan, und ich wirklich immer wieder begeistert bin von dieser Geschichte von Stephen King. Wir haben hier, im Grunde, ich weiß gar nicht, wo sind wir denn hier unterwegs? Ich glaube nicht in Derry, nein, wir sind in Ludlow, genau, das ist auch in Maine, und ein idyllisches Städtchen, und ein Arzt zieht mit seiner Familie, zwei Kinder, dorthin. Es gibt eine Bundesstraße, die immer mal von LKWs heimgesucht wird. Und wir haben hier so ein bisschen dieses Ankommen in diesem Ort, vielleicht auch Freundschaft finden. Dann passiert ein recht schwerer Unfall an der Schule, wo der Arzt im Grunde was ist er da? Ist er da nicht direkt der Schularzt? Ich glaube schon. Und damit beginnt so ein bisschen das Böse aufzuwachen, das Böse an unserem Arzt zu ziehen. Ich glaube, ging es auch los. Und wir haben in der Nähe einen Tierfriedhof, der wird auch besucht. Und die Tochter reagiert da ein bisschen sehr sensibel darauf und ist dann auch ein bisschen verstört. Und sie haben einen Kater, Winston Churchill, kurz Church genannt. Und die Tochter hängt sehr an dem. Dann haben wir auch die Mutter, die so ein bisschen in der Vergangenheit selbst etwas sehr Düsteres, Dramatisches erlebt hat, womit sie auch als Erwachsener noch zu kämpfen hat, und hat einen ganz anderen Bezug zu Tod und was das so mit einem macht, mit Trauer. Und eines Tages wird der Kater überfahren, und er erfährt, dass hinter dem regulären Tierfriedhof ein Indianerfriedhof ist und dass man da eben Tiere auch wiederbeleben kann. Und der Horror in diesem kleinen Städtchen, in diesem weißen Haus beginnt. Und ich selbst hatte ja meinen Rambo, der auch ein Britisch-Kurzhaar war, wie er hier drin beschrieben wird, grau. Ich muss schon sagen, manchmal hat man ihn ganz tief in die Augen geguckt. Sehen sie noch richtig aus? Oder ja, es geht hier aber auch nicht nur um dieses, es werden Tote wiederbelebt, es kommt eine tote Katze zurück. Es geht natürlich auch um die Vergangenheit, wie hat sich das auf andere Tiere ausgewirkt, was ist da vielleicht schon vorgefallen. Wir haben auch so ein bisschen dieses Trauerverarbeitung in der Familie und auch bei den Kindern. Es geht aber auch weiter um dieses, wie werden Menschen, wenn sie etwas tun und eigentlich diese Verantwortung gerne abgeben würden, oder wie gehen sie auch damit um, also alleine wie da mit Churchill umgegangen wird, was ich ganz schlimm und heftig fand, dachte mir immer, der arme Kater kann überhaupt nichts dafür, dass er nach Erde stinkt, oder ja, wie das dann im Grunde auch die Menschen verändert hat. Also ein ganz, ganz tolles Buch, was schon so eher diesen Gruselfaktor tatsächlich hat und eben wieder ein ganz anderer King ist, und ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Beim jetzigen Buch habe ich ein bisschen geschummelt. Ich habe nämlich Der weggelassen und habe jetzt Anschlag in der Hand. Sonst habe ich, glaube ich, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich sonst irgendwie, außer ein Bachmann, glaube ich, hatte ich noch in der Hand, das war Amok, aber ich wollte das nicht zeigen, weil ich das nicht so gut fand. Aber ich muss gefühlt auch ich glaube, es sind alle drei Top 3 Kings hier. Ich muss Der Anschlag, und das Der grenzen wir jetzt einfach. Es ist Anschlag. Ich muss einfach davon erzählen, weil mich dieses Buch so unfassbar begeistert hat. Bisher nur einmal gelesen. Ich habe aber vor, es ganz zeitnah irgendwann demnächst mal zu rereaden, beziehungsweise werde ich es mir wohl vorlesen lassen. Ein Buch, was zurückgeht, ich weiß gar nicht, gehen wir direkt zurück in die 60er? Nein, ich glaube schon ein bisschen vorher. Ja, Jack Epping landet, glaube ich, Ende der 50er, also er findet ein Tor in die Vergangenheit, landet irgendwann in den Ende der 1950er in Dallas und merkt, oh, ich habe ja irgendwie Zeit, das John F. Kennedy-Attentat zu verhindern oder herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Und so versucht er eben in seiner Zeit dort zurechtzukommen, Dinge anzustoßen, versucht
ja, das Leben für ihn oder auch für andere besser zu machen, merkt aber recht schnell, dass sobald er wieder zurückkehrt in seine Zeit und wieder dahin zurückgeht, dass wieder der Ursprung geschaffen ist. Also nur solange er in seiner Zeitlinie sozusagen ist, ist die Veränderung auch geschehen. Und er recherchiert oder hat viel recherchiert zu John F. Kennedy, zu dem Attentat, wer was wieder irgendwo mit dabei sein kann. Und wir haben hier aber kein Buch, das sich nur um John F. Kennedy dreht oder um das Attentat, sondern es ist wirklich diese Zeitreise, diese Versuche, etwas zu verändern, etwas zu verbessern, was aber auch einfach seinen Preis irgendwie kostet und eben die vermeintlich gute Tat am Ende vielleicht nicht das bewirkt, was man möchte, weil man eben eine Kette von ja, Sachen lostritt, die man eben gar nicht vorher sehen konnte. Und es war eine wahnsinnig große Geschichte, es war spannend, es war packend, es war emotional, wir gehen auf diese Reise mit Jake Epping und wir reisen wirklich von jetzt dahin zurück, wir erleben seine Zeiten dort, wir erleben Freundschaften, Liebe, Jobs, wir erleben, was drumherum in den USA auch passiert, was er dann vielleicht auch mit anderen Augen sieht. Man muss nicht viel über John F. Kennedy oder das Attentat wissen. Ich glaube, wir wissen alle zumindest so grob, was da irgendwie passiert ist. Und ich fand es einfach großartig. Also mich hat es mehr als geflasht. Es war sehr intensiv. Man hat einige Anspielungen auf andere Bücher von Stephen King. Und ich fand das einfach Hammer. Und ich bin auch jemand, der mit dem Ende sehr, sehr gut leben kann. Und definitiv muss es irgendwann mal gereadet werden. Jetzt wird es hier gefühlt irgendwie immer dunkler. Ja, scheint ein Sturm aufzuziehen. Anschlag. Mein A sozusagen. So, ich hoffe, wir kriegen das mit den drei Büchern noch hin, ohne dass es zu dunkel wird. Als nächstes habe ich für den Buchstaben N ein Kurzgeschichtenband herausgesucht. Und zwar Nachtschicht, Short Shocker von Amerikas aufregendstem Autor. Hier sind einige tolle Kurzgeschichten drin, auch wenn mir die älteren Kurzgeschichten nicht so gefallen haben. Also ich erinnere mich an Manchmal kommen sie wieder. Ich erinnere mich an Quitters Inc., da kann ich mich gut dran erinnern. Und Kinder des Mais ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Und ich sehe auch noch die Frau im Zimmer vor mir. Ja, einige Kurzgeschichten, die auch wieder unterschiedlichste Qualität haben. Ich muss sagen, ich glaube, es war gar nicht so einfach, jetzt was mit N zu finden. Und deswegen habe ich jetzt einfach die Kurzgeschichten genommen. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Stephen Kings Kurzgeschichten und mir. Ich finde manche sehr gelungen. Ich finde aber, dass seine Stärke definitiv in den längeren Geschichten liegt. Und eben, es wird immer dunkler. Und ich finde, dass er eben einfach Zeit braucht, um eine Geschichte aufzubauen. Nichtsdestotrotz lese ich immer wieder seine Kurzgeschichten, Sammlungen, mag die zum Teil auch sehr gerne und habe da auch Spaß dran, aber ich verweile, glaube ich, tatsächlich doch gerne ein bisschen länger in seinen Geschichten, aber ja, ich habe irgendwas für N gebraucht und habe mich für Nachtschicht entschieden. Dann ein Buch mit I, und zwar In einer kleinen Stadt, Needful Things, glaube ich, im Original, auch ein wahnsinniger Wälzer und hat mal 15 Mark gekostet, das ist großartig. Ja, wir sind hier in Castle Rock. Ich weiß gar nicht, ob es der Auftakt der Castle Rock, ob das der Auftakt dieser Reihe sozusagen ist, aber die Stadt treffen wir immer wieder in den Geschichten von Stephen King. Und hier taucht, es ist ein besinnliches Städtchen, es passiert nicht sehr viel, die Leute verstehen sich miteinander. Doch eines Tages kommt Leland Gaunt und genau, eröffnet den Laden. Ach, und der Laden heißt dann Needful Things, so ist es, genau. Und dort kann man alles kaufen, was man so braucht, was man im Leben braucht. Aber alles hat auch seinen Preis. Und ja, ob da die Bürger dafür so bereit sind, diesen Preis dann auch zu zahlen und wie die zu zahlen sind, denn das ist manchmal auch nicht unbedingt nur mit materiellen Dingen verbunden, das erlebt man hier drin. Also wir haben hier auch das wahrhaft Böse, was nach Castle Rock kommt und der ganz viel Unfrieden in diese Städtchen bringt und die Bürger eben auch so für die ein oder andere schwere Wahl stellt. Und ja, das auf jeden Fall nochmal was ganz anderes ist. Ja, Stephen King spielt hier mit dem Bösen, spielt hier mit den Wünschen von Menschen und zu was sie denn bereit sind zu tun, wie sie sich dahinter eben auch verstecken, wie clever sie sein können, was ihnen Wünsche auch wert sind und wie egoistisch Menschen eben auch manchmal sind und wie eben das Böse so im Hintergrund einfach seine Strippen zieht. Und das muss nicht immer ein Leland Gaunt sein. Und ich glaube, man hat im letzten Jahr durchaus auch ein paar Mal in unserer Welt gemerkt, wie Menschen ticken, wenn irgendwas nicht so läuft wie im normalen Fall
Und nicht, dass man sich jetzt hier in Castle Rock wiederfindet, aber ich glaube, über manche Dinge, die bei uns abgelaufen sind, hat man auch irgendwie nur mal den Kopf geschüttelt. Und ja, so wird das in diesem Städtchen wahrscheinlich auch gewesen sein. Ein tolles Buch, das an mancher Stelle schon ein bisschen eine Länge hat, aber ich glaube, ja, ich kann es immer wieder sagen, ich mag die Längen bei Stephen King. Ich kann da wunderbar mich reinfallen lassen und finde das Buch auf jeden Fall auch sehr, sehr gelungen und macht mir auf jeden Fall auch großen Lesespaß. Und das letzte Buch ist dann wieder ein Buch mit E. Und hier habe ich mir nochmal eine Kurzgeschichte herausgesucht, und zwar Erhebung. Die ist auch noch gar nicht so alt, ist relativ dünn. Ich selbst frage mich immer, warum manche Kurzgeschichten als einzelnes Buch in Hardcover herausgebracht werden und andere nur in Sammlungen. Wird wahrscheinlich auch wieder so eine Geldfrage sein, aber ich hinterfrage das nicht mehr. Und jetzt wird gefühlt immer dunkler. Ich glaube, jetzt geht es hier gleich wieder mit Gestürme los, aber ich hoffe, ihr seht das Cover trotzdem. Ja, in der Erhebung haben wir einen Mann namens Scott, genau, und der wird immer leichter, aber ohne, dass sich sein Körper verändert. Also seine Gewichtanzahl auf der Waage wird immer weniger und ja, das findet er durchaus ein bisschen befremdlich. Und wir haben dann in seiner Nachbarschaft eben auch verschiedene Gegebenheiten, die uns ein bisschen miterzählt werden. Und die Geschichte hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich fand sie ein bisschen zu kurz. Ich fand sie hatte jetzt nicht unbedingt direkte Ähnlichkeit mit Der Fluch, den er ja, glaube ich, unter Bachmann geschrieben hat, weil es schon ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich wusste tatsächlich, und das kommt nur sehr selten vor, bei dem Buch nicht so richtig, was wollte mir Stephen King eigentlich damit sagen. Also eigentlich verstehe ich seine Messages sehr häufig, aber es gibt eben auch Bücher, die ich nicht so gut finde, wo ich mich echt frage, was hast du da jetzt eigentlich gelesen? Und Erhebung gehörte da so ein bisschen für mich dazu. Es war ein okayes Buch, was man auch so in einem Rutsch irgendwie gelesen hat. Aber es ist jetzt nichts, was irgendwie groß nachhalt. Hier sagen sie so schön, was er mit seiner Prosa schafft, Verstand, Gefühl und Seele der Leser zu packen, hat etwas unheimlich Leichtes. Es ist eine sehr beruhigende und ermutigende Geschichte zugleich. Ja, also ja, ist nicht so viel hängen geblieben, aber ich habe nochmal was mit E gebraucht. Ja, das war jetzt die Stephen King Edition zum Thema Ich buchstabiere meinen Namen mit Büchern. Vielleicht habt ihr ja Lust, auch so ein paar Stephen Kings euch herauszusuchen, passend zu eurem Namen. Lasst uns da gerne ein bisschen über Stephen King in den Kommentaren quatschen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, guckt gerne auch in der Infobox vorbei. Da findet ihr alle Bücher und auch mein vorangegangenes Video. Und ja, das war es jetzt mit der King Edition. Ich hoffe, ihr hattet auch mit diesem Video ein bisschen Spaß. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.